Es war im Grunde klar, dass es kommt. Jetzt ist es hier. Nach dem RC Pro für den Recurve im letzten Jahr gibt es nun das CP Pro Visier von Shibuya für den Compound. Let's have a look. Das letzte Video zum RC Pro von Shibuya habe ich damit angefangen, dass ich gesagt habe, dass das RC Pro eine neue High-End-Serie von Recurve-Visieren sein soll und eben parallel zum Dual-Click und zum Ultima 2 weiter existiert. Hier habe ich jetzt gar keine Informationen zu. Das CP Pro von Shibuya ist angekündigt und vorgestellt worden, aber es gab jetzt keine Informationen dazu, ob das der Nachfolger vom CPX 2 ist oder nicht. Es gibt allerdings ein paar Dinge, die sich getan haben seit unserem letzten Video und die lassen mich darauf schließen, dass es eventuell doch so ist, dass das CPX 2 und das Ultima 2 Recurve langsam aber sicher eingestellt werden und wir hier die neue Standardserie von Visieren vor uns haben. Und zwar werden die Farben rausgenommen. Wir haben also beim Ultima 2 Recurve und beim CPX 2 ja deutlich mehr Farben. Ich hatte darüber gesprochen, dass es ja eine große Auswahl gibt. Bei unserem Lieferanten sind jetzt alle Farben im Abverkauf, Closeout, also werden aus dem Sortiment genommen, außer die vier Standardfarben, Schwarz, Blau, Rot und Silber. Und das sind ja auch die neuen Farben für dieses Visier. Und das ist schon mal so ein erster Schritt. Wir haben also schon mal weniger Angebot, sowohl beim Compound als auch beim Recurve. Beim Compound-Visier habe ich eben noch stärker das Gefühl, dass wir hier eben einfach den Nachfolger haben. Aber wie gesagt, es gibt eben darüber keine offizielle Aussage, aber für die Leute, die sowas wie Grün, Orange, Gold, diese Farben schön fanden, die müssten jetzt mal ganz schnell zuschlagen. Die sind nämlich auch beim CPX 2 für die Compound-Schützen im Abverkauf und die wird es demnächst nicht mehr geben. Bevor ich mich aber in weiteren Verschwörungstheorien vertiefe, komme ich mal zu den Basics von diesem Visier. Das neue CP Pro gibt es mit zwei verschiedenen Auslegern, 6 Zoll und 9 Zoll lang. Das hier ist, wie man unschwer erkennen kann, die 6 Zoll Version. Die 9 Zoll Version ist dann die gleiche, die ich in dem Video zum RC Pro vorgestellt habe. Und das hier ist die A-Version des Auslegers, also die steifere Variante. Und das ist aber auch zu erwarten gewesen für den Compound. Und da hat jetzt Shibuya auch keine andere Version, also den B-Ausleger, den es für die Recurve-Schützen gibt, den gibt es für das CP Pro nicht. Das Visier trägt die Nummer 400 im Namen. Das steht für die Länge der Visierschiene. Wir haben also eine 4 Zoll lange, 4,00 Zoll lange Visierschiene und damit ist die Visierschiene länger geworden als beim CPX 2. Das hatte eine 3,65 Zoll lange Schiene. Shibuya ist also auf den Geschmack gekommen oder beziehungsweise ist jetzt davon überzeugt, dass Verstellweg schon was Feines ist. Wir haben also eine 100 mm lange Visierschiene und einen tatsächlich möglichen Verstellweg von 78 mm. Das sind 10 mm mehr, als es beim CPX 2 der Fall war. Damit fällt also der zusätzliche Verstellweg, der dazugekommen ist, sogar noch größer aus als beim Recurve-Visier, also beim Schritt vom Ultima 2 Recurve zum RC Pro. Spannend auch an der Stelle ist, dass wir Metallskalen haben. Das war auch beim RC Pro so. Auf der einen Seite ist es eben eine gelaserte Skala, die über die ganze Länge geht. Die aufgeschraubt ist, die man also auch auf die andere Seite setzen kann. Und dann haben wir hier auf der Seite eine Skala, wie man das mittlerweile auch von anderen Herstellern kennt, eine Metallskala mit gelaserten Einstellungen, wo man jetzt aber eine Auswahl von Skalen hat. Wir haben also jetzt hier insgesamt 8 Skalen aus Aluminium eloxiert und mit einer sehr gut sichtbaren Markierung gelasert. Und die sind eben immer beidseitig beschriftet. Wir haben also auf beiden Seiten eine Skala. So kommen wir insgesamt auf 16 verschiedene Skalen. Und da kann man sich dann eben die Skala, die man braucht, suchen, kann das ausschießen und kann sich seine Skala montieren. Man kann sie noch nach oben und unten setzen. Wir haben also hier kleine Gewinde. Und dann kann man natürlich noch diesen Indikator hier nach oben und unten setzen, dieses aus Blech, der ist auch bekannt vom CPX 2. Und so kann man sich seine Skala genauso einstellen, wie man sie braucht. 16 Skalen, da sollte man die Skala eigentlich rausfinden, die man braucht. Ist auf jeden Fall eine Entwicklung der letzten Jahre gewesen, dass sowas dabei liegt und wird eigentlich auch ganz gerne angenommen. Das Visier wiegt 240 Gramm, ohne Scope, wohlbemerkt. Das habe ich jetzt nur mal montiert, damit das Visier nicht so nackt aussieht. Das ist also nicht dabei.
Und diese 240 Gramm sind 40 Gramm mehr ungefähr als das CPX2 hatte. Also auch dieses Visier ist schwerer geworden. Das liegt natürlich auch am Carbon-Ausleger, dieser Polygonalausleger, der wirklich schon sehr massiv ausgefallen ist und auch deutlich dicker ist als der alte. Diese ganze Aufnahme hier im Bogen hat sich ein bisschen geändert und das meiste Gewicht kommt aber aus dem Kopf. Der ist nochmal massiver, bulliger geworden und da ist auch noch ein bisschen mehr Technik drin. Dazu komme ich aber gleich. Das ist im Grunde auch das absolute High-End-Feature. Dann sage ich jetzt noch ganz schnell was zur Montageplatte. Das ist die gleiche, die auch beim RC Pro verbaut ist. In dem Video hatte ich dazu ja auch schon ein bisschen was gesagt. Ich kann hier auch wieder nur Gutes eigentlich sagen. Das schraubt sich wirklich super, super solide. Das ganze System ist wirklich gut gemacht. Wir haben hier diesen ringförmigen Teflon-Einsatz, der wirklich auch eine große Fläche hat, wo das Ganze anliegt. Es ist ein Feingewinde mit einem ziemlich großen Durchmesser. Dadurch packt das wirklich hervorragend. Und also das ist wirklich eine super, super Verbindung. Also das hat Shibuya gut gemacht. Kritisiert in dem Video zum RC Pro hatte ich, dass wir hier nur 6 Positionen haben, wo wir das einstellen können und die auch nicht bis nach vorne gehen. Das ist beim Recurve relevant und auch für mich immer noch ein Kritikpunkt. Beim Compound ist das natürlich im Grunde egal. So, da reicht das hier. Wir haben 6 Punkte im Abstand von 10 mm, mit der man ein bisschen den Abstand Auge-Scope einstellen kann. Aber ein Compound-Schütze wird in der Regel das hier nicht ganz nach vorne setzen wollen. Von daher ist das im Grunde hier an der Stelle sehr schön gelöst und auch eine absolut gute Sache. Aber jetzt kommen wir mal zum richtig heißen neuen Feature von diesem Visier. Und ich bin richtig aufgeregt, das zeigen zu dürfen. Denn, meine Damen und Herren, Trommelwirbel, was Sie jetzt sehen, ist eine absolute Neuheit. Wir haben einen Schnellwechselkopf an einem Shibuya-Visier. Ja, ich komme überhaupt nicht klar. Ich kann es gar nicht glauben. Auch das hatte ich schon mal kritisiert, dass man so viel Geld ausgibt für Visiere und dann hat man hier keinerlei Schnellwechselsystem, was eigentlich mittlerweile Industriestandard geworden ist. Und man muss immer den ganzen Kopf abziehen und verliert dann eben seine Visiereinstellung. Vor allem, wenn man faul ist wie ich und in der Halle eh nur 18 Meter schießt, dann möchte ich eigentlich mein Visier die ganze Saison überhaupt nicht einstellen müssen. Und das ist jetzt eben hier möglich. Wir haben diese Rändelschraube und ich kann jetzt eben das Scope mit dem Kopf, mit der seitlichen Verstellung zusammen abnehmen und kann den Visierschlitten auf dem Visier, auf der Visierschiene lassen. Das ist wirklich ein Feature, auf das ich gewartet habe. Aber Shibuya wäre ja nicht Shibuya, wenn sie nicht auch sowas wie ein Schnellwechselkopfsystem neu erfinden würden. Also zum einen haben wir diese Rändelschraube hier an der Seite. Das ist bei diesem System normal. Aber wir haben hier auch wieder einen Schraubenkopf für Innensechskantschlüssel. Und das ist natürlich richtig cool, weil man das dann auch mit einem Werkzeug richtig anziehen kann und sich das dann auch von alleine nicht mehr löst. Also eben, man hat die Möglichkeit, das von Hand zu lösen oder auch mit einem Werkzeug. Das ist bei so einem schweren Scope, was da drankommt, für die Compound-Schützen absolut eine gute Sache. So, und dann haben wir hier drin natürlich was ganz anderes, als was man üblicherweise so hat. Hier, man hat ja diese Klauen, die so ineinander greifen und dann hat man eine Rändelschraube, die es irgendwie festschraubt. Wir haben eine Schwalbenschwanzaufnahme von beiden Seiten und ja, eine riesige Anlagefläche. Also das alles hier liegt ja hier vorne drauf. Also wir haben eine richtig große Kontaktfläche und auch der Schwalbenschwanz hat eine extrem große Fläche und hakt sich ja schön von beiden Seiten ein. Das ist also eine super, super saubere Lösung. Ansonsten hat sich an dem Kopf nicht viel geändert. Wir haben jetzt also hier 3 Positionen, wo man den ganzen Kopf von links nach rechts versetzen kann mit der Feinverstellung zusammen. Das waren beim CPX 2 Positionen, da haben wir also eine mehr bekommen. Verstellung von zweiter und dritter Achse, das ist einmal hier die Skala und diese 2 Schrauben oder eben die vorderen 2 Schrauben und dann hat man die Skala hier unten drunter, wo man das einstellen kann. Das ist aber auch nicht neu. Generell diese seitliche Verstellung mit diesem Dreieck, mit dieser Dreieckführung hier, das ist auch vom CPX2 bekannt, ist aber auch wirklich eine super, super Hightech-Lösung und hat viele Fans. Ja, warum soll man da auch was ändern? Never change a running system, so ungefähr.
Ich hatte schon von Farben gesprochen gerade, also es gibt jetzt 4 Standardfarben bei Shibuya. Das ist jetzt bei beiden neuen Visieren so. Das ist Schwarz, Blau, Rot und Silber. Beim CP Pro heißt Silber Gunmetal Silver und ist auch ein bisschen ein anderes Silber als diese Standard-Silber-Eloxierung. Und zwar ist die ein bisschen dunkler. Wenn ich das aber von den Bildern richtig sehen kann, nehme ich mal an, dass dieses Gunmetal Silver ungefähr der Eloxierung der Knöpfe entspricht, die sich ja mal vom Ultima 1 zum Ultima 2 Recurve oder auch vom CPX zum CPX2 geändert haben und ein bisschen dunkler geworden sind. Ich nehme fast an, dass das ungefähr diese Farbe dann sein wird. Vielleicht schiebt Shibuya ja da auch wieder ein paar Jahresfarben hinterher. Dann haben wir nächstes Jahr dann Gold oder Grün einfach als Special Edition. Das kann sein, dass das jetzt das neue Konzept ist. Das werden wir abwarten müssen. Wie bei Shibuya üblich ist die Visierschiene, der Montageblock und das Verbindungsstück von Visierschiene zum Carbonausleger dann in der Farbe eloxiert. Der Kopf ist nicht mehr in der Farbe eloxiert. Das ändert sich also vom CPX2 zum CP Pro. Der ganze Kopf hier ist immer schwarz, egal was für eine Farbe man nimmt. Finde ich eigentlich nicht dramatisch, aber es gab schon Leute, die das auch sehr schön fanden. Das bei Shibuya, das war schon immer was Besonderes, dass nicht nur ein paar Knöpfe in einer anderen Farbe sind, sondern wirklich der ganze Block hier vorne. Aber die Zeit ist dann jetzt wohl vorbei. Das CP Pro ist nun mit Abstand das teuerste Compound-Visier auf dem Markt, nachdem das RC Pro für die Recurve-Schützen auch schon das teuerste Recurve-Visier war. Beim CP Pro ist der Aufpreis im Vergleich zum CPX ungefähr 150 Euro. Beim Recurve-Visier waren es nur ungefähr 125 Euro. Und wir liegen jetzt hier weit über 500 Euro für das Visier. Und das ist natürlich schon wirklich heftig. Also wer bei Shibuya bleiben möchte, wer diese Marke gut findet und möchte ein Shibuya-Visier am Bogen haben und möchte auch das High-End-Visier haben, der braucht eben mittlerweile wirklich tiefe Taschen. Ich finde es aber in Ordnung, denn bei diesem Visier finde ich tatsächlich fast nichts zu kritisieren. Also für das, was ein Compound-Schütze haben möchte, was der Anspruch hier ist, ist es mehr oder weniger perfekt umgesetzt. Also beim RC Pro hatte ich 1-2 Kritikpunkte. Hier fällt es mir schwer, was zu sagen. Und wenn der Preis das einzige ist, den ich kritisieren kann, dann hat Shibuya eigentlich alles richtig gemacht. Denn man kann Top-Produkte auf den Markt bringen und dafür ordentlich Geld verlangen. Sie müssen dafür aber einfach nur absolute Spitzenklasse sein. Das war also mein Fazit zum CP Pro Compound Visier von Shibuya für die Saison 2021. Beide Versionen sind wie immer unter diesem Video verlinkt. Die Verfügbarkeit ist allerdings noch ein bisschen schlecht, gerade vor allem von der Version mit dem 9 Zoll Ausleger und vor allem von den Farben. Also außer Schwarz haben wir noch nichts im Angebot. Da warten wir noch ein bisschen drauf. Habt ihr vielleicht ein Shibuya-Visier an eurem Compoundbogen, vielleicht sogar das erste legendäre CPX und könnt euch einfach nicht davon trennen? Schreibt doch mal eure Story einfach in die Kommentare. Und ansonsten war es das von mir und vom neuen CP Pro von Shibuya. Und damit sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.